Wollen wir etwas mehr Spaß haben? Ich habe jemanden mitgebracht aus meinem Kloster. Jemanden mitgebracht? Ich würde nicht sagen extra für euch, aber vielleicht war dies ein Zeichen. Vom Erstgeborenen. Wollt ihr? Ich überrasche euch. Damit hebt sie sich aus ihrem Schneidersitz, stellt nochmal das Tablett mit dem zerbrochenen Traumstein weiter in die Mitte, damit es nicht umfällt und würde dir dann die Hand reichen, damit ihr euch erhebt. Ja, ich nehme ihre Hand an. Ah, die sind so wunderschöne Gaben. Vielleicht sollten wir sie auch mit meinen anderen Begleitern teilen. Sie sind noch sehr neu in all dem. Kannst du ihr Dennoch mögt? denke ich, es ist dann eine Zeit, dass sie mehr lernen. Eure Eminenz, wenn ihr jemanden als Begleiter mit nach oben bringt, dann sagt das doch. Soll ich holen? Ja, genau. Hol du sie. Ich holen. Gerade wenn er so dumm ist. Ihr solltet ihm tatsächlich. Es hilft tatsächlich, wenn man ihm die Zunge raustrennt oder heraustrennen lässt. In Phazar habe ich die Leute ja gesehen, wie sie sich die Augen herausstechen. Das ist beeindruckend. Wahrlich. Nun, aber ihr solltet ihn einmal in Aktion sehen. Wahrlich beeindruckend. Ach, so viel Blut. Ja, vielleicht haben wir ja nachher noch die Gelegenheit dazu. Kannst hinterhältig dir Ja, deine eigenen natürlich. Gedanken machen. Wie gesagt, von deiner Moral bist du entbunden, während du den weiteren Klängen lauscht und könnt euch dann gemeinsam aus diesem Raum herausbegeben und daraufhin die Treppe wieder nach unten steigen, nach und nach. Ist ja jetzt auf alle Fälle von den Leibwachen hier auf der Treppe erkannt worden und kann sich hier jetzt wohl etwas freier bewegen als eigentlich gedacht. Die Waffe gehört wohl mit zum Kostüm, zu seiner Maske. Du wirst durch die Villa geführt, an der Galerie vorbei, kannst wieder nach unten schauen. Die ja, Musiker haben sich dort unten wohl wieder versammelt und die Tänzerin ist wohl fertig mit ihrer Darbietung. Kannst da wohl erkennen, wie Isabun unten steht und sich mit dem, dieser ekelhafte Drachengeweihte, Rakuniter. Die Ausführungen, die er gestern gegeben hat, waren ekelhaft. Besserwisser. Kannst dann an der großen Feierhalle in eine, ja, etwas, es ist wohl sowas wie ein Prunkbalkon treten, beziehungsweise gibt es hier auch einen kleinen Privatsalon mit einem angrenzenden Schlafgemach und du kannst erkennen, wenn ihr das Schlafgemach betretet, wie an einem großen Himmelbett eine Dame angebunden ist, die Abscheu in dir hervorruft. Vorher allerdings noch im Privatsalon konntest du erkennen, wie dort wohl mehrere große Stammbäume angezeichnet worden sind. Teilweise wohl das Geschlecht derer, die den Horas vertreten wollen oder sollen und teilweise diejenigen, die den Stammbaum des kaiserlichen Hauses von Gareth darstellen. Auch hier kannst du erkennen, wie wohl Rohaya bereits durchgestrichen wurde und Ypolita ebenso mit einem Fragezeichen markiert wurde. Selindian ist groß eingekreist und ein Zeichen der Horusloge prangt neben ihm. Was allerdings dann deine Abscheu erregt, ist eine Belkelel-Paktiererin, die dort angebunden ist. Derweil Eine kann Abelmir wieder aus dem Brunnen steigen, nachdem er klitschnass ist. mit zornblitzenden Augen steige ich aus diesem Bassin, gucke Voltax böse an. Du brauchst gar nicht so zu gucken. Jetzt bist du Streiche dran, Voltax. mit meinen beiden Händen über mein Gewand und rufe Asgab Margot Tamash. Und nach einer Weile schütteln mich etwas und die Wassertropfen spritzen aus meinen Gewändern. Und ich stehe wieder ganz normal da. Ja, welcher Zauber war das? Zappelfaktor. Zappelfaktor Zauberschwamm. Haben wir bitte den Würfel? 10 Punkte, das reicht. Was sollte das? Mein Bruder ist einst im Wasser ertrunken. Wenn ihr es schon für notwendig erachtet, Leute ins Wasser zu tunken, dann solltet ihr gefälligst auch selbst mit dem Wasser Kontakt suchen. Mein Darion konnte sich gerade nicht wehren.
und ihr habt diese Situation ausgenutzt. Menarion grinst dich treu drauf an. Wie wolltet ihr ihn denn wieder nüchtern bekommen? Was weiß ich denn? Warum macht ihr ihn dann betrunken? Weil es vielleicht seine Nerven beruhigt. Sieht er aus, als würde seine Nerven Beruhigung vertragen? Er sieht sehr ruhig aus, im Gegensatz zu euch. Er ist betrunken. Aber vielleicht würde euch das auch gut zu Gesichte stehen. Jetzt mal mehr. Wir haben eine Aufgabe, erinnert euch. Verdammt noch einmal. Da hättet ihr nicht so viel Zeit damit verbracht, Mendarion unter Wasser zu drücken, dann wären wir jetzt alle schon viel weiter. Ich bin mir sicher, es gibt immer noch keinen Grund zu streiten. Was ist denn unsere Aufgabe? Ja, Abelmir, was ist denn unsere Aufgabe? Wir suchen Kiaras. Ah. Der ist nach oben gegangen. Und dann gehen wir da rauf. Wirklich? Ist der nach oben gegangen? Und was tut wir hier? Wir kindern hier herum in diesem Planschbecken. Ja, ihr kindert hier herum. Ich bin vollkommen trocken. Dann gehen wir ich auch hier rauf. Ganz ruhig, Abelmir. Ich gehe auf die Hauswasserhalle zu und mache mich daran an, da hochzuklettern. Ja, könnt ihr erkennen, wie jetzt eine Wache von der Eingangshalle nach draußen tritt. Hey, ihr da. Stehen bleiben, Elf. Hm? Ja. Was tut ihr da? Feier findet unten statt. Oh, ich möchte aber da hoch. Nein. Warum nicht? Weil die Gesellschaft dort oben alleine bleiben mag. Aber mir wäre eure Chance zu glänzen. Was denkt ihr, was soll ich tun? Ihn abstechen? Nein, könnt ihr ihm nicht einen Herrschaftszauber auferlegen? Ich tapse dann zu den anderen beiden zurück. Wir dürfen da nicht hoch. Ach, wirklich? Mhm. Danke für diese Auskunft. Bitte sehr. Hättet ihr das nicht unauffälliger tun können? Du hast nicht gesagt, dass wir nicht gesehen werden sollen. Ich schlag meine Hand vor mein Gesicht. Das tat sicher weh, Abelmir. Muss man ihm alles erklären? Ja, muss man. Euch auch? So, ich bin nicht da hochgeklettert. Ich komme da hoch, wenn ich möchte. Ihr auch? Lasst uns eine unauffällige Stelle suchen, die nicht so im Blickfeld ist. Gibt es hier einen Busch, in den ich mich reinhocken kann? Sicherlich. Also er muss nicht wirklich verbergend sein, nur so. Ja, ja, also ist eine große Hacienda. Gibt sicherlich irgendwelche Büsche und Sträucher. Geh davon aus, du willst dich ausziehen? Nein. Ich gehe in den Busch, ich hocke mich dahin, nehme ein wenig Erde, reibe mir die in den Händen an und anschließend auf den Wangen und dann summe ich leise vor mich hin und zaubere den unsichtbaren Jäger. Den ich seit Corvin Steineifrig gesteigert habe. Mhm. Dann zaubere einmal und sage mir, was der unsichtbare Jäger tut. Lassen wir uns Zeit. Das könnte nämlich schief gehen. Das sieht allerdings recht gut aus. Die Elfe wird mitsamt ihrer Kleidung und Ausrüstung, alles was in die erwartete Aura fällt, unsichtbar. Um sie herum besteht eine bewegte optische Illusion des Hintergrundes. Dies bewirkt, dass alle zufälligen Beobachter die Elfe vollständig ignorieren und ein aufmerksamer Beobachter eine Sinnenstärkeprobe ablegen muss, die um die fünffachen ZFB-Sterne schwer ist. Der Zauber erfordert höchste Aufmerksamkeit, was dazu führt, dass jegliche Form von Konzentration, wie sie für einen Angriff oder einen Zauber nötig ist, den Zauber enden lässt. Mhm. Es gelten die üblichen Regeln der Realitätsdichte. Gut. Dann gehe ich zu Abelmir zurück. Besser? Besser. Und dann tappt sich weg. Wir sollten uns trotzdem eine Stelle suchen. Wo ist der verdammte Elf hin? Klettert jetzt gerade die Fassade hoch. Ich habe keine Ahnung. So wird das nie was. Wollen wir nicht einfach vorne rumgehen? Komm, Boldax, wir suchen uns hinten rum eine Stelle. Das wäre jetzt genau der gegenteilige Plan von dem, was ich vorgehabt hätte, aber gut, machen wir das so. Was wäre euer Plan gewesen? Ich gehe dahin, sage ganz charmant, dass ich mit Kiaras hier bin und naja, die sollen mich durchlassen. Ansonsten kriegen sie es mit mir zu tun. Und das nennt ihr unauffällig. Ja, wenn sie mich nerven, dann verzaubere ich sie. Womit bin ich bestraft? Ihr seid aus der Gilde geflogen. Versucht euer Glück. Sagt aber auf dem Weg Isarun Bescheid. Ja. Das kann ich machen. Wir sehen uns oben, wenn ihr Glück habt. Glück habe? Ich brauche kein Glück.
Aber euch viel Glück. Fix, ja. Fix, nicht wahr? Fix mit euch. Gewiss, gewiss, Fix. Ach so. Und Abelmir, noch eine Sache. Ja? Euer Kostüm sieht echt sehr schick aus. Gefällt mir gut. Ich schüttel nur den Kopf und dreh mich um. Ich weiß nicht, diese Spinnenmaske, die hat irgendwas. Die passt zu euch. Wir sehen uns oben. Alles klar. Ja, dann würde ich da reingehen zu Isarun. Ach, hallo. Seid ihr fertig da draußen? Ja, ich musste Arin hier ein bisschen kühlen. Er wollte den Darion unter Wasser tunken und das konnte ich nicht zulassen. Das ist eine wirklich Unding, wirklich. Seien wir froh, dass hier Drogen reichlich fließen und sich schon einige andere daneben benommen haben. Ja, Abelmir und unser Elf haben sich echt daneben benommen, da habt ihr vollkommen recht. Geht gar nicht. Wo sind die beiden jetzt? Doch, die klettern gerade nach oben. Aber ich dachte mir, wir gehen vielleicht lieber vorne rum. Würde einfach auf sie zustapfen, Darun und Boltax packen, mitkommen. Gut, ich glaube, unser Plan hat sich in dem Fall erübrigt. Ja. Rafim wirkt noch dümmer als sonst. Komm. Okay, ich signalisiere Asabo noch auf Attack, bin gleich wieder da. Ich würde gerne mal eine Heilkunde Seele auf Rafim würfeln. Tu das. Fällt mir irgendwas auf? Er wird das wahrscheinlich spielen. Ja, er täuscht das vor. Gut, alles klar. Ja. Sumox, der mächtige Zwerg, kommt gerne mit dir, mein Freund. Ihr merkt, dass Rafim erst zu der Treppe läuft, dann seinen Kopf kurz schüttelt und mit euch in eine Ecke geht. Wo Treppe? Einmal laut ruft und sich dann zu euch herunterbeugt. Feinde sind oben. Bring uns nach oben. Karinor ist mit irgendeiner Verrückten irgendwas machen. Nehmt da nichts zu euch. Boltax, denk an die Armbrust. Da oben ist irgendeine Flöte, die irgendwas macht. Aber ich möchte irgendwen gerade richtig ins Maul hauen. Alles klar. Bring uns nach oben. Ich kümmere mich um die Flöte. Er regt keine Aufmerksamkeit. Macht euch nur bereit. Macht das hier alles. Keine Treppe. Nein, Treppe da! Jetzt dann würde ich sie einfach wieder packen, wie als wäre ich irgendwie so ein Kuhhirte und würde sie an den Armen mitschleifen. Ja. Und dann latsche ich da nach oben. Ja, die Ferkina schauen euch mit ihrer absoluten Arroganz an und ihr könnt sehen, wie sie euch verachten. Aber solange sie auf ihm sehen und auch seinen fehlenden Finger, immerhin ist er gerade eben erst raus, muss so seine Richtigkeit haben, wird euch niemand behelligen. Schmeiß schon mal meinen eisernen Willen an. Ja, ich würde mit denen nach oben laufen und dann da stehen bleiben, wo Karinor zuletzt war. Sehe ich noch irgendjemanden, der auch an diesem Tisch saß? Oder saßen da allein nur diese Verrückte und Karinor? Also du findest auf alle Fälle das Zimmer wieder, wo du dich schon aufgehalten hattest, aber oben die Galerie ist aktuell zumindest leer. Du weißt auch nicht, wohin Karinor gegangen ist. Nicht da. Kann sich oben an Einstieg? Du bist oben an der Eingangshalle unsichtbar nach oben geklettert und konntest dann auf einem großen Balkon stehen hier. Ich nehme an, die Türen sind verschlossen. Du siehst durch Fenster hindurch, die Tür ist von der Innenseite wohl geschlossen. Wenn du dran ziehst, ist es verschlossen. Du kannst noch einen weiteren Stock nach oben klettern, aufs Dachgeschoss. Du weißt nicht, was sich da befindet. Gut, es gibt weitere Türen, 1, 2 Stück und wie gesagt Fenster. Die kann man nicht öffnen, die sind fest montiert. Ist tatsächlich auch aus Glas, also schon etwas hochwertiger. Müssen wir jetzt auch Türen öffnen können. Menschenhäuser sind komisch. Dann geht's noch eins nach oben. Noch eins nach oben? Gib mir mal eine Kletternprobe. Jetzt falle ich runter. Hast du mir eben noch nicht gewürfelt? Nee, er ist gut gelungen. Reicht aber. 5 Sternchen Erschwernis abbauen. Und dann stehst du in dem Dachgeschoss.
Kannst da dann wohl durch ein, ja, durch ein weiteres Fenster nach oben klettern. Das ist wohl auch geöffnet, das kann man dann tatsächlich betreten. Und stehst dann in einem Kunstzimmer. Du bist nicht ganz sicher, was das hier ist. Stehen mehrere kleine Figuren aus Holz hier angemalt, teilweise auch einige Gemälde, Porträts, hochwertig gearbeitet. Einige davon bewegen sich sogar etwas und du kannst erkennen, wie dort wohl auch gemalt worden ist. Ist das Isarun? Von dem Isarun-Bild bleibe ich einen Moment lang stehen, betrachte es. Sieht es sehr nach Isarun aus? Würfeln wir malen und zeichnen. Ich bin nicht sicher, ob ich das habe. Ich habe natürlich malen und zeichnen. Nicht so gut gelungen. Nicht so gut? Warum? Warte, warum nicht? Weil das Lederarbeiten war, sorry, habe mich verklickt. Nicht so gut gelaufen. Ja, also die Farben sind noch frisch und du stellst auch fest, dass das wohl keine richtige Leinwand ist, sondern dass es tatsächlich Leder ist. Du weißt nicht von welchem Tier, aber ja. Liegt hier ein Pinsel rum? Da liegt doch ein Pinsel. Lass mich mal meine Arroganz überprüfen. Oh, 13. Ich tue nichts und lasse das so, wie es ist. Schade, ich wollte erst drauf rummalen. Ja, dann bewege ich mich weiter und suche nach Kiaras, denn das hat er bei mir sehr, sehr eindringlich vermittelt. Gut, das heißt, du möchtest einfach weiter nach unten. Du öffnest eine Tür und bist dir nicht ganz sicher. Es gibt ja auch eine Treppe, aber du siehst, also es ist vor allem nicht so, dass du was siehst, sondern vor allem riechst du was. Die Tür zu einem weiteren Raum steht offen. Da sind wohl Fässer. Die hast du unten schon hinter der Bar gesehen, aber du riechst vor allem diesen süßlichen Geruch. Das ist dieses leckere Zeug, was dir Boltax gegeben hat. Aber mir will nicht. Aber mir will nicht. Eiswein. Schon wieder 13. Ich merke mir die Sterne für später. Derweil steht Kiaras vor dem großen Himmelbett. Die Paktiererin definitiv zu erkennen an den blauen, hässlichen Würgemalen um den Hals, die wohl ihr Dämonenmal darstellen. Ist gefesselt, windet sich, keift, du kannst eine gespaltene Zunge erkennen, wie sie dich aus gelben Zehen anknurrt und faucht. Sie hat wohl erkannt, dass du tatsächlich sowas wie ein Rayani bist. Kurios. Ja, kurios. Wo hat die das Ding gefangen? Ja, ich glaube, wir könnten sie tatsächlich heute euch zu Ehren, meine Eminenz, opfern. Ich denke, das hat sie verdient, allemal. Sie ist uns zugelaufen. Eigentlich wollte sie ihren Pakt brechen, aber ich dachte mir, bevor man den Pakt bricht und ihre Seele verloren ist, haben wir etwas Spaß mit ihr. Ja, eine gute Idee, aber... Sie zu foltern wäre doch genau das, was sie will. Nein, nein, nicht foltern. Schickt sie einfach in die Sternenlehre. Da, wo sie hingehört. Ja, eine gute Idee, aber vorher ein wenig Spaß mit ihr haben. Ganz wie ihr meint. Wart ihr eigentlich vorher in Rayani? Bin immer ganz interessiert daran, wie die Leute zu dem Erstgeborenen gekommen sind. Ja, in der Tat. Es ist da schon eine Weile her. Wann habt ihr die Weihe empfangen? Erst kurz davor. Also, wie geschah es? Wie habt ihr... Ich möchte nicht fordernd sein, eure Eminenz, aber das ist natürlich immer der spannendste Teil, wie ihr den schlafenden Gott wecken wollt. Es war tatsächlich eher Zufall, muss ich zugeben. Es war ein Gareth. Noch vor all dem... Naja, ihr wisst schon. Bin ich eher zufällig in einen Tempel hinein gestolpert und hab dort einen schwarzen Paladin kennengelernt. Ihr habt den schwarzen Paladin getroffen, den von Grangor. Genau. Er hat mir von der schwarzen Löwin erzählt. Von dem schwarzen Löwen. Und... Der heilige Krak war dort. Genau. Habt ihr ihn gerufen?
Nein, leider nicht. Ich konnte nur kurz treffen und ich weiß nicht, wie sein aktuelles Schicksal ist. Ja. Er sollte ja wohl, glaube ich, auch in Gareth sein, aber wenn ihr die Spuren verloren habt, vielleicht ist er ja auch... Ich verfüge leider nur über die Namen von Gonch Kmur und dem Iwasch. Nichts Besonderes. Ach, stellt euch nicht hinter einen Schatten. Na gut, na gut. Alles kann mit einer Zeit, nicht wahr? Bedient euch. Möchtet ihr alleine sein mit ihr oder dürfen wir zusehen? Ich kann auch noch die anderen dazu holen, wenn ihr mögt, eure Eminenz. Sie deutet dabei in Richtung des Nachttisches, wo ein weiterer Dolch liegt. Ebenso ein Kries, ein Opferdolch. Ja, ich möchte allein sein. Holt doch die anderen bitte. Sie sollen dafür dabei sein. Sie verbeugt sich vor dir. Eminenz. Ich gebe ihr auch eine leichte Verbeugung, aber der Blick bleibt weiter auf der Paktiererin. Mhm. Ja, die wird weiter keifen, dich verfluchen. Und so verlässt dann die Noyonitin durch eine Tür das Zimmer. Und dann können die anderen auf der Galerie erkennen, während sie gerade noch überlegen, in welchen Raum sie gehen, wie wohl eine der Noyonitin gerade dann die Tür öffnet und dann vor euch steht. Du Eminenz. Eminenz, ich sollte gerade wahrscheinlich euch holen und vielleicht auch die anderen, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber die uns. Und ich zeige auf die beiden. Die uns. Ja. Du Eminenz. Sie schaut rüber zu. Aufpassen. Sie schaut rüber zu Isarun. Abelmir. Muss aufpassen. Abelmir ist doch gar nicht da. Ist Abelmir nicht da? Nein, ich war draußen. Abelmir war draußen. Ich wollte da eigentlich hochklettern an der Fassade. Auf der Rückseite. Muss aufpassen. Ja, ist er da drin? Ja, selbstverständlich. Er ist dort drin. Er wollte gerade mit der Opferung, mit der rituellen Opferung anfangen. Wenn ihr euch beeilt, schafft ihr es noch. Oh, wunderbar, das wird dem goldenen Drachen sicher gefallen. Wir gehen hinein. Seraphim bricht einfach durch die Tür. Muss aufpassen! Ja, du kannst sie noch stören hören auf der Galerie und sie verschließt dann auch die Tür wieder hinter euch. Abelmir, deine Begleiter sind oben, nur du nicht. Ja, ich bin auf der Rückseite des Gebäudes. Ja, du kannst sehen, durch das Fenster, das bosporanische Bad ist wohl immer noch gefüllt. Mittlerweile hat sich das wohl zu so einer kleinen Orgie entwickelt. Aber betrachtest das nicht weiter und könntest dann auf der Außenseite nach oben klettern. Ich vermute, es sind keine weiteren Gäste mehr im rückwärtigen Teil des Gartens. Im Garten nicht, nee. Also wahrscheinlich treffen sie sich dann irgendwie vorne oder in den Ställen beim Heu. Du schaust dich nochmal um. Hier gibt es natürlich auch noch viel Platz. Du siehst auch so einen kleinen Baldachin, wo man sich zurückziehen könnte, aber der ist wohl auch gerade leer. Also ich bin da vernünftige Stelle zum Hochklettern suchen und probieren erstmal in den ersten Stockwerk zu gelangen. Mhm. Klettern? Ja, klettern. Wäre das nicht eigentlich der perfekte Moment für den Umbra-Portal? Wozu? Wenn es profan geht? Auf die ganzen Nichtmagier zu flexen. Ja, du rutschst immer mal wieder ab, kannst dich aber nach oben ziehen. Der Efeu bricht nur so das ein oder andere Mal nach unten. Du würdest sagen, ja, hier im ersten Obergeschoss kommst du wohl nicht ganz hoch, aber auf dem zweiten, da gibt es dann wohl wieder einen Balkon. Und du kannst dich nach oben ziehen. Ja. Ja. Und stehst dann auf einem Balkon. Ich würde mal vorsichtig wahrscheinlich im Schatten stehen und durch das Fenster lupen. Du kannst sehen, wie hier wohl einige Bedienstete sind, die aktuell ohne Maske herumlaufen. Ja, hier gibt es dann sowas wie Lagerkammern. Du siehst, wie Wein nachgefüllt wird von einigen Bediensteten, die da wohl dann wieder nach unten gehen. Bier, was wohl auch wieder nach unten gebracht wird. Die Bierfässer sind natürlich auch irgendwann leer. Ne? Leere, die dann hin und her gerückt werden. Und hier ist wohl allerlei zu tun. Viele Kisten, Säcke, Krüge, die hier gelagert werden. Trockene Nahrungsmittel. Ja. Leert sich denn irgendwann mal der Raum, oder? Es ist ein geschäftiges Treiben. Also da müsste man sich jetzt irgendwas einfallen lassen.
Dann würde ich gucken, ob man links oder rechts am Sims vielleicht langkommt, zu einem Raum, zu einem Fenster, was ja nicht so betriebsam ist. Gib mir doch mal eine Kletternprobe. Wäre natürlich jetzt sehr ungesund, wenn man fallen würde. Aber du kannst dir den Efeu nehmen und kannst dich dann nach und nach so ein bisschen wieder rüberziehen, rüberhangeln. Und siehst dann, wie das Fenster da wohl zu einem Raum führt, wo nur eine Person drin sitzt. Hatte ich wohl gerade noch nicht bemerkt. Eine Person, ja, mit einem Bogen auf dem Rücken, was auch immer die da macht, und Wein trinkt. Sieht nicht so aus, als ob das ein Bediensteter wäre. Ist auch nicht Mendarion hoffentlich, oder? Also eine Person mit einem Bogen auf dem Rücken, die Elfengestalt müsste ich wohl erkennen, oder? Du überlegst kurz? Doch, Smendarion. Was tut er hier? Ich probiere leise das Fenster zu öffnen. Von außen ist es zu öffnen von außen? Ist leicht angelehnt, also kannst du es aufziehen. Dann würde ich es leicht aufziehen und quietscht auch ein bisschen, aber Smendarion kriegt das gerade nicht ganz mit. Der hat seinen Fokus ganz woanders. Ich schaue mal in die Richtung, in die Mendarion guckt, was dort so Interessantes ist. Er sitzt auf dem Boden vor einem großen Krug mit Wein. Ich hüpfe in das Zimmer hinein. Mendarion. Als er nicht reagiert, schlage ich einen größeren Bogen um ihn, um in sein Sichtfeld zu gelangen. Mendarion, du siehst, wie Abel mir gerade auf dich zukommt. Bist du darüber im Klaren, dass ich unsichtbar bin, ja? Immer noch? Erstens immer noch, ich habe dir die Wirkungsdauer reingeschrieben. Zweitens hatte ich mich eigentlich an dem Wand vorbeigedrückt. Würfel mal eine Zechenprobe. Oh, ich hatte Selbstbeherrschung, gute Zechen. Sollte gelungen sein, die ist gelungen. Ja, okay, dann siehst du, wie... Er ist aber noch unsichtbar, oder? Ja, Abel mir, du siehst, wie der Krug mit Wein angehoben wird. Also, du kannst dich dann durch das Fenster reindrücken und siehst, wie der Krug mit Wein sich hebt, so als wäre von einem Motorikus. Ja, Moment. Du hast es ganz grob gesehen, so ein Flackern und Flittern und Flirren. Mendarion? Hör mich um. Oh, Abelmir, du bist da. Ich habe auf dich gewartet. Macht euch sichtbar jetzt. Wir können so nicht weitermachen. Nun, ich dachte, wir suchen Kiaras. Na gut. Gut, dann ich lasse den Zauber fallen.